Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Und zwar geht es heute weiter mit Amerika-Stories, USA-Stories, wie auch immer ich das genannt habe. Nummer 2. Und zwar reden wir heute über den Prom. Eine meiner Lieblingsgeschichten, so wenn ich generell von USA erzähle, erzähle ich eigentlich am liebsten davon. Und viele hatten ja meinem Instagram-Account gefolgt in der Zeit, wo ich in den USA war. Und haben da auch das eine oder andere Foto gesehen und da wird es heute so die Aufklärung geben, ja. Im Hintergrund seht ihr den Black Ops 2 Gameplay ganz normal, Bodenangriffsherrschaft auf Meltdown. Ist jetzt nichts besonders krasses, ich habe jetzt einfach irgendwas genommen, weil ihr hattet jetzt die letzten beiden Male MW2, dann dachte ich mir, mache ich jetzt einfach Black Ops 2 wieder. Okay, kurz nochmal zur Einleitung. Ich war in einer amerikanischen Schule und darum geht es heute. Mehr oder weniger. Worum es genau geht, ist der Prom, also der Abschlussball der Schule, auf der ich da war. Und zwar ein Prom ist halt, wie gesagt, so ein Abiball, ein Abschlussball, wie zum Beispiel nach dem Abitur, da macht man ja auch so ein Abiball. Und das ist sehr, sehr wichtig für die. Die haben sowas mehrmals in ihrer Schullaufbahn, also einmal in jedem Jahr gibt es ein Prom. Aber der wichtigste ist natürlich im letzten Jahr, also kurz bevor man, ja, von der Schule geht, ist natürlich am wichtigsten. Und das ist also der Senior Prom. Der Senior Prom war an dieser Schule zufälligerweise ein paar Tage nachdem wir da angekommen waren. Ich glaube, anderthalb Wochen oder so danach war das. Oder nee. Wir sind an einem Freitag gekommen und am nächsten Samstag war es. War also gar nicht so viel Zeit bis dahin. Und mein Gastschüler hat es mir gesagt, als direkt am ersten Tag, so als ich gekommen bin, so hier, bald ist der Prom, such dir doch mal ein Date. Wäre doch ganz fresh. So, ne? Du bist weiß, du bist deutsch. Jeder will dich haben, so, ne? War tatsächlich mehr oder weniger so der Fall. Wir waren halt echt ganz schön besonders, weil wir halt weiß waren, so, ne? Und man hatte dadurch deutlich bessere Chancen als jetzt in Deutschland, wo alle weiß sind, so, ne? Aber möchte ich jetzt gar nicht so drüber reden. Kommen wir dann mal zum Prom. Und ich glaube, ich mache das mal so ein bisschen weiter weg, mein Mikro hier. So. Kommen wir einfach jetzt zum Prom. Also, wie gesagt, für die Amerikaner ist das sehr, sehr wichtig. Das ist eine Riesenaktion für die. Sie geben dafür eine Menge Geld aus, sowohl die Organisatoren als auch die Jungs und Mädchen, die halt da teilnehmen. Und das Ganze drumherum, um den ganzen Prom, ist wirklich eine richtig große Sache und ich werde euch jetzt erklären, warum. Und warum diese Story dann so cool ist. Und zwar, wenn man jetzt in Deutschland irgendein Mädchen fragen will zu einem Abschlussball, schreibt man ihr vielleicht bei WhatsApp, vielleicht bei Facebook. Früher hat man einen Brief geschrieben. Und wenn man sehr mutig ist, fragt man sie vielleicht sogar persönlich, ja? In den USA ist das ein bisschen anders. Da geht so eine Nachricht schreiben, geht irgendwie schon mal gar nicht klar, so, ne? Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, ne? Die lassen sich da alle ganz große Sachen einfallen. Da ist der eine, der singt vor 40 Schülern irgendein Lied und fragt dann das Mädchen, also singt ihr sowas vor und fragt sie dann, hey, willst du mit mir da hingehen, so. Dann gibt es Leute, die stehen vor der ganzen Schule inmitten des Schulhofs und fragen ihr Date oder ihr zukünftiges Date, ihr potenzielles zukünftiges Date. Und dann gibt es natürlich immer noch die Gefahr, dass die Person Nein sagt, ne? Und das ist schon echt eine coole Sache eigentlich. Und ich habe da auch mehrere so Promposals, so hat man das genannt, mitbekommen. Also von Proposal und Prom, für die, die ein bisschen Englisch können. Und das war immer gut anzusehen. Das war also eigentlich immer richtig witzig. Und so wie ich halt bin, dachte ich mir, ja, so ein Date könntest du dir doch eigentlich auch mal snappen, oder? Also gab es halt dieses eine Mädchen, was ich schon seit letztem Jahr sehr gut kannte eigentlich. Sie war ja halt in den USA. Die ganzen Amis waren ja sowieso in den USA. Und ich hatte mich mit ihr gut verstanden. Und wir haben immer, also mit ihr habe ich eigentlich so am meisten geschrieben über das Jahr, wo man sich halt nicht gesehen hat. Und sie hatte noch kein Date, was eigentlich ganz verwunderlich ist, weil die war schon recht hübsch so, ne? Und auch recht nett. Und dann habe ich mir so gedacht, beziehungsweise also mein Gastschüler hat dann so gesagt, ja, warum fragst du nicht einfach sie? Sie hat noch kein Date und sie geht sowieso mit dir. Und ja, an sich eine coole Idee, ne? Klingt ganz cool. Aber da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen, was ich denn dann mache, um sie so zu fragen, ne? Ich kann ja nicht einfach hingehen und fragen. Wäre ja langweilig, ne? Wenn, dann soll das ja schon was Besonderes sein. Also habe ich mir da Mühe gegeben. Ich habe ein paar Tage überlegt, ich hatte ja nicht wirklich lange Zeit. Ich glaube, Freitag bin ich auf die Idee gekommen. Samstag bis Montag habe ich überlegt und Mittwoch habe ich es dann gemacht, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, es war auf jeden Fall eine richtig coole Sache, wie ich das alles vorbereitet hatte.
Also da wir ja nur noch so ein paar Tage Zeit hatten, bis der eigentliche Prom überhaupt war und noch viel weniger Tage, bis ich überhaupt fragen wollte, sie, musste ich das alles ganz schön schnell vorbereiten. Zum Prom gehört einiges dazu, was ich also schon gemacht habe, ohne überhaupt zu wissen, ob ich ein Date haben werde. Und ganz viel davon habe ich halt schon vorher vorbereitet, ohne es halt zu wissen. Dazu gehört zum Beispiel, sich solche komischen Ansteckblumen zu kaufen, die man dann dahin steckt. Und wo das Mädchen sich das so ans Handgelenk macht. Kostet halt $30 so, ne? Zwei solche Scheißblumen, ne? Aber habe ich halt gekauft. Da muss man sich noch einen Anzug ausleihen, den hätte ich mir so oder so ausgeliehen. Da muss man noch eine farblich passende Krawatte holen, die zum Outfit der Partnerin passt. Und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, ob sie überhaupt mit mir zum Prom gehen will. Ja? Aber trotzdem habe ich das alles schon gekauft. War schon richtig risky. Aber bei dem Plan, den ich hatte, war mir eigentlich schon bewusst, dass sie nicht Nein sagen wird, ja? Mein Plan war nämlich ganz easy. Eigentlich nicht, der war ziemlich krass. Der war jetzt auch nicht krass. Aber ich meine, für jemanden, der es noch nie gemacht hat, war das nicht schlecht. So, also, was ich gemacht habe, ja, wenn ich es schaffe, dann blende ich hier gleich kurz ein Video ein, was da aufgenommen wurde. Und zwar habe ich so Schilder gemacht, ne? Und auf jedes Schild ein Wort gesch. Habt ihr das Video gesehen? Schaut nochmal aufs Gameplay, richtig geiler Tod. Auf jedes dieser Bilder habe ich also, auf jedes dieser Zettelplakate habe ich also ein Wort geschrieben. Und am Ende gab es so den Satz: Anna, willst du mit mir zum Prom gehen? Natürlich auf Englisch, ne? So gut Deutsch kann die jetzt auch nicht. Aber das hätte sie wahrscheinlich noch verstanden. Und dann habe ich ganz vielen deutschen Kollegen eins dieser Schilder gegeben, also jeder hat eins bekommen. Und die haben es dann alle so in der Reihe so überm Schulhof aufgestellt, ja? Und sie ist dann so aus dem Klassenraum raus, als die Pause anfing, hat dann das erste Poster gesehen. Ist dann weiter, das zweite und so ergab sich dann halt dieser Satz. Dann habe ich sie um so ein paar Gebäude rumgeführt, wieder in die Mitte, wo diese große Stage ist, ja. Und da stand ich dann. Seht ihr dann wahrscheinlich halt in dem Video, wenn ich es irgendwie eingeblendet bekomme. Und ja, dann kam sie da halt so hin, ich hielt so das letzte Plakat, wo dann nur so das, also ich habe ja auf Englisch geschrieben, Anna, will you go to prom with me? Und ich habe halt nur das Me so gehalten und das Fragezeichen. Und hatte dann noch Blumen und so einen Scheiß. Und da kam sie da so rum. Sie wusste zu dem Zeitpunkt angeblich noch nicht, wer das war. Aber ist ja wohl logisch, dass ich das bin, wenn die ganzen Deutschen die Plakate hochhalten, ja? Aber egal. Dann kam sie da halt so um die Ecke, wie ihr es wahrscheinlich im Video seht, wenn ich es einblende. Und ja, hat dann natürlich ja gesagt, als sie mich so gesehen hat, ne? Ist ja logisch. Aber das Ganze, so hätte man mir so vor einem halben Jahr oder so erzählt. Ja, nee, hätte man mir vor einem halben Jahr so erzählt, ja, du machst mal vor, keine Ahnung, 200, 300 Leuten, fragst du mal wen, eine Asiatin aus den USA, ob sie mit dir zum Abschlussball geht. Hätte ich wohl nicht geglaubt, ja. War aber auf jeden Fall eine ganz witzige Aktion, vor allem, weil die ganze Schule davon ziemlich beeindruckt war, ja. So direkt in der Stunde danach war ich so in dem gleichen Kurs, wo das Mädchen auch war, und dann sagen so zwei Mädchen: Anna, weißt du, wie neidisch eigentlich die ganzen Mädchen auf dich sind? Weil sie die Einzige war, die mit dem Deutschen ausgegangen ist, ja, und das war so ein ganz großer Deal für die. Das war der erste Teil des Videos, das war sozusagen die Vorbereitung, ja. Und im nächsten Teil der USA-Stories, wenn es um den Prom geht, geht es dann mehr oder weniger um den Prom selbst. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es auch mal in die Kommentare, weil ich habe bestimmt nicht alles hundertprozentig aufschlussreich erklärt. Einfach, so bin ich halt, ne? Ich vergesse halt mal Sachen. Deshalb stellt ein paar Fragen, die kann ich ja dann vielleicht im nächsten Video noch beantworten. Und von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao.